Jungs, wir haben ein Problem. Wir können gar nicht auftreten. Wann haben wir den nächsten Termin? Das ist alles leer. Das sind keine T-Shirts mehr da. Alex wollte was Schönes über dich sagen. Was wolltest du über mich sagen? Dass du der geilste Sänger der Welt bist und wir sowieso die allerfetteste Band auf dem Planeten. Er macht das freiwillig. Ja. Okay. War aber auch jetzt sehr lustig. Was ist denn jetzt eigentlich schon wieder los? Schon wieder Samstag oder was? Es ist schon wieder Samstag. Ey, die Zeit vergeht, oder? Wenn man Spaß hat. War das mit dem Gag jetzt eben schon, wo ich das sagen soll? Da habe ich das verpasst? Ja. Okay. Aber es ist nicht so schön. Das gucke ich mir am Samstag auf dem Klo an. Und weiß schon, was es ging. Also, du meinst heute, ne? Ja, jetzt. Also ich habe so, hab so das Gefühl, das hat so ein bisschen Längen. Also man muss auch mal überlegen, was mit dem Samstagsvideo eigentlich so passiert in der nächsten Zeit. Ist 2020 wirklich nicht auch das Jahr, wo das Samstagsvideo besonders alt wird? Ja. Was war das? Hast du jemand gewunken? Ich wollte heimlich unter der Kamera zeigen, dass es 500 wird. 500 Jahre? Oder nicht? 500 Folgen. Was sind denn 500 durch? Wie viele Wochen heute, Joa? 52. 52. Was sind 500 durch 52? Boah, ja. Knapp. Auf jeden Fall. Knapp auf jeden Fall. Doppelt so viel. Und wenn man die Wurzel ziehen wird. Mindestens doppelt so viel. Das geht gar nicht. Das geht auf Kakuhaut, ne? Nee, würde ich auch sagen. Aber das wird richtig gut. Das 500. Video, hast du dir eigentlich dafür was Besonderes vorgenommen, Monchi? Ja, ich werde mich mal nackig machen vor der Kamera, habe ich mir überlegt. Also, das wollte ich doch schon immer sehen, sei doch ruhig. Also, das Problem ist, so ein Weichzeichnungsfilter, der muss erstmal erfunden werden, dass man das überhaupt senden kann. Nee, das machen wir nicht, das auf jeden Fall nicht. Aber wir tun uns was überlegen. Die Leute würden auch erschrecken. Aufgrund der Größe. Des Bauches? Ja. Danke. Bitte. Das geht nicht. Wirklich. Wir filmen hier immerhin 4:3 oder so. 16:9. 16:9. Mittlerweile 16:9. Ja, aber was machen wir jetzt? Wir können also Kisten da wieder auffüllen. Also genau, mit Strom. Guck dir das doch mal an. Das ist alles leer. Ja, es ist alles traurig. Leer. Da ist nichts mehr drin. Es ist wirklich traurig. Da waren eigentlich Alex und meine die waren, Lego Friends Sammlung. Lego Friends. Das ist ein Haus, wo ist denn das eigentlich? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe gedacht, hier habe ich es rein. Und dann kam ich, war der Monchi mal da. Und dann habe ich gesagt, wo ist denn das Rosa Haus? Und dann hat er gesagt, er hat im Proberaum damit gespielt. Lego Friends. Er hat es aufgebaut. Alles. Ja, okay. Wir haben extra den Bass-Amp, dass du hinten deine den Rummelplatz, weißt du es noch? Duplo. Das war Duplo. Also der Monchi war Duplo, das war wegen... Wegen der Gruppe. Du bist doch der Schlagzeuger, oder? Hast du eigentlich Ergotherapie gehabt, aber du klein warst? Sau. Also das ist wirklich, das fragt man doch nicht in der Öffentlichkeit. Okay, aber wir gucken das mal Der filmt uns und das, was der macht, der zockt einfach nebenbei auf sein Handy rum. Das interessiert einen Scheiß nicht. Stimmt nicht. Also ich hab versucht, hör doch auf. Ich hab versucht, den Termin rauszukriegen. Normalerweise müsste es so spontan kommen. Der erste Gig von Feinripp 2020 ist am 17.04. Ehrlich? So spät? Ich gucke im Kalender. Ey, du hast recht. 17.04. Gleis 4. Ich bin nicht schlecht. Ne? Ich hab wirklich tatsächlich gedacht, wir spielen im Match. Aber weißt du, woran das liegt? An was? An deinem Hemd. Habt ihr euch das Hemd mal angeguckt? Ist das eigentlich videotauglich? Das macht doch, das flackert jetzt, gell? Das flackert alles. Aber ist schön, oder? Meine Hemden sind doch legendär mittlerweile. Mm. Ich verspreche euch, die Dinger werden voll sein mit Hemden. Feinripp 2020. So jetzt nur noch Hemden. Habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Und? Machen wir.